mit diesen vorzüglichen Geräuschen herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Monster Hunter World Set Roulette. Okay, ja Leute, wie ihr wahrscheinlich gerade schon bemerkt hattet, heute wieder mit mir und dem Arne. Wer hätte es gedacht? Oh, so viel Abwechslung mal. Set Roulette, eine neue Folge. Und zwar, wie ihr da oben seht, Canzone der Verwesung. Das heißt, wir sind heute im Tal der Verwesung. Auf Deutsch, das gerade eben war Latein. Deswegen, für die, die kein Latein können. Set Roulette, wer nicht weiß, was das ist, der soll sich am besten mal die anderen Folgen angucken, weil sonst habt ihr echt irgendwas im Leben verpasst. Und falls ihr das noch nicht euren Eltern, eurem Kumpel, eurem Hund und eurem Bruder gesagt habt oder eurer Schwester, dann würde ich sagen, tut ihr das jetzt und dann guckt ihr das Video erst weiter. Ich habe nicht zugehört. Was sollen die denen sagen? Dass sie Set Roulette gucken sollen. Okay, ich schreibe das kurz, Malte. Heute bin ich echt gespannt. Die letzte Folge Set Roulette wird es wahrscheinlich sein, Leute. Zwar nicht die letzte Folge Monster Hunter, weil ich würde sagen, für die letzte Folge überlegen wir uns nochmal was Heftiges. Aber die letzte Folge Set Roulette, weil wir dann alle diese Map-Dinger fertig gemacht haben, wo man halt auf einer Map so 5 Monster töten muss oder 6. Und damit wäre Set Roulette dann beendet, Leute. Das ist die letzte Folge Set Roulette, also genießt die nochmal in vollen Zügen. Wir werden extra versuchen, so Set Roulette-ig wie möglich zu sein. Ja, deswegen Arne, die magische Nummer. Nein, die magische Nummer. 29. 29, was habe ich denn da? Oh, das ist mein Fish-Dual-Blade-Ding, der Zoom-Master. Das hatte ich auch schon lange nicht mehr, Alter. Man sieht das schick aus. Malte ist einfach nur verwirrt. Das hast du ihm geschrieben. Ja, guck, Set Roulette. Da weiß er nicht, was er machen soll. Da seht ihr, Leute, schlechtes Vorbild. Nicht dem Malte nachmachen. Wenn euch jemand schreibt, Set Roulette gucken. Nicht dem Malte schreiben. Wenn euch jemand schreibt, guckt Set Roulette, dann müsst ihr nicht so reagieren mit... Hä, was ist das? Was soll ich machen? Sondern ihr müsst sofort YouTube öffnen, GLX R&B suchen, abonnieren, Glocke aktivieren, alle Videos liken und dann sofort auf die Monster Hunter Playlist gehen und Set Roulette gucken. Und so, natürlich Anne. Meine auch, damit ich schön meine 100%, ja fast 100%ige Like-Rate beibehalte. Das stimmt, Leute. Auf Arnes Kanal, die heftigen Videos da, da gibt's nur eins, was ein Dislike hat und die restlichen haben alle nur Likes. Und das hat auch nur einen. Exakt. Also Arne, dafür, dass du ein Like hast, kriegst du dein Set Nummer 1. Es ist ein Dislike, Tim. Ja, ist doch das Gleiche. Was ist es, Arne? Zeig her. Scheiße ist es. Okay, also fresh sieht es aus, muss ich sagen. Aber ob das gut ist? Ja. Später. Du kämpfst schon gegen den? Ja, ich mich auf ihn warte. Dachte ich, wenigstens ein bisschen warten kannst du. Aber jetzt kann ich wieder sliden, was bei dem wahrscheinlich nicht sehr viel bringen wird, aber naja. Kann ich wieder gelähmt sein? Oh ja, das sind die besten Zeiten. Oha, da habe ich... Alter, ich sehe nichts mehr wegen den ganzen Krits. Ein paar Zuckungen. Oha, da konnte ich aber lang sliden, muss ich sagen. Ja, sehr schön, so gefällt mir das. Nee, so muss es anfangen, Leute. Ich kann jetzt nicht in deinen Kopf rein. Nur Krits muss man sehen. So muss es sein, Leute. So, nicht gelähmt werden, einfach weiterspringen. Aber ich will. Und da war er schon tot. Einfach Speedrun. Ich wollte einen Wake-Up-Hit machen. Für den gibt's keinen Wake-Up-Hit mehr, glaube ich. Okay, so startet man noch gut eine Folge Set Roulette. Ich will ihm nur Hallo sagen. Okay. Der hat mich komisch angestöhnt. Klingt ein bisschen so, als ob du das gewesen wärst, nur als dass du Mais hassest. Ich weiß auch nicht, was da jetzt los war, aber klang schon ein bisschen komisch. Ein bisschen zu erregt für meinen Geschmack. Für die Anzahl an Leuten, die auf deinem Discord online sind, die die Abonnentenrolle haben, bekommst du die Nummer 15. 15 Abonnenten? Das sind eigentlich 27, aber das ist mega. Oh nein! Du kleiner Penner. Oh Mann. Das ist jetzt mal, wie ich letzte Folge gesagt hatte, ich gebe dir gleich zu die Nummer 15. Snoopy-Noob-Set. Darf ich wenigstens meine Waffe wechseln? Nur zu einer anderen Eisenwaffe? Ja, okay. Weil ich hatte die Lanze und auf Lanze habe ich nicht so viel Bock. Das hatten wir zu oft in den letzten Folgen. Oh, ich probiere mal die ganz normale Proto-Switch-Axe aus.
Nicht Chargeblade, meine ich. Ich würde sagen, dafür, dass ich gerade gelbe Schärfe habe und Banane eine gelbe Frucht, das bekommst du die Nummer 15. 15. Ich weiß nicht, wie oft wir das schon mal hatten, Alter. Das ist schon wieder mein Sticky. Oh, wow. Okay. Na, dann kannst du mir wenigstens ein bisschen aushelfen. Oh, ich habe hier einen Tigrex. Oh, fuck. Tigrex. Tigrex. Was wollen wir machen? Fulgur, Tigrex oder Odogaron? Alles scheiße, aber ich wäre für Fulgur. Okay, dann lass den Fulgur machen. Wird wahrscheinlich nicht so gut laufen für mich, aber man kann es mal versuchen. Also warte, was habe ich überhaupt für... ich habe Angriffsboost 5, okay. Nein, 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 hau da ab, schnell, da kommt der Tigrex. Hau ab, schnell, renn! Hässlich. Was macht der Gyros? Jetzt werde ich runtergeworfen. Hallo, renn! Nein, renn! Tigrex! Nein! Lauf! Ja! Gyros, nein! Was machst du? Gyros. Gyros, ich mach gleich Gyros aus dir. Lauf doch wie ein normales Tier, Alter! Ich hab dir doch markiert, wo du hin sollst. Was machst du? Ja, Alter, ich geh zu Fuß. So, da jetzt gebe ich dir aber den heftigsten Wallbang, den du je gesehen hast, okay? Ja, lass mich aber... Ah, okay, dann nicht. Siehst du? Der hat nicht mal reagiert. Der wusste nicht mal, dass ich an ihm dranhänge. So stealthy bin ich unterwegs. Oha, 8 Schaden! Als ob ich einfach 8 Schaden mache. Oh Gott. Aktiviere meine Scheiße wenigstens. Eher weniger Bock. Ah. Jetzt rennt er nach hier oben. Komm, schwächen kann ich ihn wenigstens. Das geht. Nein, da wollte ich doch gerade mein Schild laden. Ah, er liegt. Ich prall an seinen Füßen ab. Ja, an seinen Füßen prallt man aber auch deutlich leichter ab als zum Beispiel an seinem Kopf oder an seinem Schwanz. Dann würde ich sagen, schwäche ich davon mal was. Wenn ich drankommen würde. So, Füße geschwächt. Ich wollte gerade sagen, er hat mich noch nie getroffen, aber er hat mich getroffen. Ich heile mich nur zu schnell wieder. Okay, dadurch, dass er gerade weggesprungen ist, bin ich gestorben. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Ganz ruhig. So, erstmal ein Healing Booster. Der wird's bestimmt bringen, wenn er mich eh one-hittet. Aber egal. Ach, der one-hittet dich bestimmt nicht. Der one-hittet mich bestimmt nicht. 35. 35, okay. Mal sehen, was da rausspringt. Golden Switch Axe, das akzeptiere ich. Das akzeptiere ich doch nicht. Okay, ich dachte, das wäre ein anderes. Aber es ist immerhin besser als mein anderes da. Das ist einfach nur... Ich glaube, da bin ich Full Kulve. Nee, doch nicht. Ich bin nicht ganz Full Kulve. Kulve und Bracky ist das. Kannst du mich heilen? Ja, das stimmt. Aber ob ich das tun werde, ist eine andere Frage. So, jetzt erstmal ein bisschen umsteigen auf Switch Axe wieder. Erstmal ins Gesicht. Ja, schön. Dann Schwert aufladen. Geht wahrscheinlich richtig schnell, nachdem ich da kein einziges Aufladeitem drin habe wahrscheinlich. Obwohl, keine Ahnung. Ich hab nicht mehr Scheiß und Verwundbarkeit hier drin. Oh, ich bin schon wieder auf weiß. Der hat ja viel lila Schärfe.
komm, solange der Mantel noch hält, ins Gesicht. Okay, Mantel hält noch einmal. In your face! Oh, okay. Das sah wenigstens einigermaßen cool aus. Ich kann echt nicht sagen, ob du das warst oder ob das mein scheiß Sticky-Schuss mit 2 Schaden war. Die 22. 22? Oh, nee. Das ist Feuer. Ich glaube, das ist so mein anderes Feuerbild. Ich glaube, ich habe abgesehen von dem Chargeblade-Ding sonst kein Feuerbild und halt das hier. Allerdings ist das Problem an dem hier, das war zu den Safi-Zeiten, wollte ich mir mal Safi-Doppelklingenbild machen, habe dann die Feuer genommen. Hab die auch voll geupgradet, allerdings hatte ich dazu keine passende Sachen und so ein Scheiß. Und ja, ist einfach nicht so toll. Aber ja, hey, ich habe den Rebirth Doppelklingen-Mod, also kann ich so machen. Das macht also Doppelklingen-Spiel ein bisschen besser. Ich hätte ein neues Feuerset, was du mir aber noch nicht gegeben hast, weil du bist halt kacke und gibst dir immer nur so 2 und 3 und sowas. Wie viel hast du denn? Wie viel waren immer das? Immer noch 43. Okay, dann bekommst du mal die 40. Damit Fick du auch mal dich. Ein neueres Set präsentieren kannst. Das ist kein neues. Das ist, die letzten 5 sind mit die ältesten. Ach so. Sorry, sind die ältesten. Ach, das war diese Scheißdinger, oder? Ja, das ist Kyabogen Kadachi mit einer richtigen Drecks zusammengewürfelten Rüstung ohne Juwelen. Hm. Klingt gut. So, da ist er, Acidic Glavenus. Komm her, mein Guter. Feuerschaden für dich. Kannst du 20 Damage mit dem. 20 Damage? Das ist heftig. Ja, also ich mach 10 Schaden pro Schuss mit dem ganzen. Ah, sorry, 6 Schaden pro Schuss. Ich bin nicht gewonhittet. Was? Was geht da ab, Arne? Irgendwas falsch? Hast du dein Bild zu gut gemacht oder? Und aus irgendeinem Grund ist R und X der Drachentöter. Ja, ich glaube, darüber hast du dich schon mal beschwert. Ja, mit genau dem gleichen Set. Ja. Das ist, glaube ich, auch dein einziges Bogenset, oder? Ja. Aus gutem Grund. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich gar kein Bogenset habe. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass du fett bist. Das ist sehr gut, dass das niemand weiß, ja. So, komm her. Es macht halt so fett Bock, einfach über Monster zu sliden. Stimmt's, Arne? Ja. Ich hab verringerte Rüstung. Oh. Ich auch, aber das ist mir relativ egal, weil der trifft. Okay, der trifft mich doch, aber das ist mir trotzdem egal. Hallo, kann ich jetzt auch mal wieder sliden, oder? Will ich hier nur dumm rumspringen? Ey, okay, ja. Wir haben irgendwas gebrochen. Was ist denn hier los? Das läuft viel zu gut für dich, meinst du? Ja, ich mach viel zu viel Schaden. 40! Oha, was geht da ab? Okay, komm. Ich lass dir ein bisschen Vorsprung. Grüne Schärfe. Oh ja, mit einer Slide Attack. Wie habe ich das mit dem Set hier überlebt? Was ist das für ein OP-Scheiß-Set? Bogen einfach mit 350 OP. Rüstung bei reduzierter Rüstung. Warum loote ich jetzt ein Gyros? Welches Set? 82. 82, oha. Du willst es aber diesmal wirklich schaffen, oder? Oh, Arne, es ist perfekt, ich habe Eis. Klar, Eis, Dolch. Dolch, ja, doch. Also Dual Blades Eis, nur mit Fatalis Rüstung. Und Levi Dual Blades Mod. Okay. Was bekomme ich? Du bekommst die Nummer 37. Das ist mein nicht fertiges Pierce Build. Ah, hier ist er ja schon, der gute Odo Garoon. Garoon. Odo Garoon. So, bitte, lass mich dich wallbangen. Wait, muss ich hier sogar das scheiß Special Scope benutzen? Oh nee. Ja, ich glaub schon. Oh nee. Nichts sehen und dann ist das Bild noch nicht mal fertig. Lass mich mal, wo du bist. Unten, okay. Hallo? Ich wollte aus dem 7. Mod raus. Und ich wollte mir am besten mal den Mantel hier anziehen. So. Mit schnellen Waffen gegen Odo Garoon geht das, weil der ist schnell, aber man selber ist auch schnell. Ja.
Ja gut, du siehst halt dann sein Gesicht von nahem. Nein. Nicht? Ich mein Verderben von nahem. Oh ja, sehr schön. Also Leute, ich kann euch wirklich, wenn ihr nicht eh schon sehr angeturnt seid von dem Let's Play hier, wenn ihr die Levi-Doppelklingen in Action seht, kann ich euch den Mod wirklich nur empfehlen. Damit wird echt die Doppelklingen-Experience um 30.000 Mal besser. Hast du gerade einfach einen Schuss gegeben und sofort was gebrochen? Das war mein Snipe, also. Achso, okay, na dann. Hier, ich mach auch Pierce. Ich mach halt schon mehr Schaden. Oh. Kurz ins Schwänzchen geschnitten, da war er weg. Ich glaube, das Set macht Schaden. Ja. Also, Heavy Bowgun, Arne. Fatal ist noch dazu. Ja, ja. Eine Petition dazu erstellen, dass die gebufft werden muss. Ist zu schwach, Heavy Bowgun. Ja. Ja, dann war das auch schon wieder der Odogaron. Und das war sehr schnell und knackig. Schön geslidet, schön Pierce geschossen, wie man es halt mag. Und dann gleich mal das nächste Set holen und dann den schlimmsten von allen hier angreifen. Hoffentlich bekommen wir keine allzu schlechten Sets. Welches Set bekomme ich? Du bekommst Set Numero 35. Okay. Das ist mein angefangenes Feuer-Langschwert-Bild. Ist er gut gegen. Ist Feuer gut gegen den? Keine Ahnung, der ist, glaube ich, gegen Donner anfällig. Keine Ahnung, was bekomme ich? 70. 70. Ah. Das ist das berühmte Switch-X-Bild, was ich benutzt hatte, als wir das erste Mal Fatalis besiegt haben. Das spiele ich immer gerne in Ehren. So, wo ist er? Ich mein's nicht, weil meins war scheiße. Da hinten ist er irgendwo. Okay, Gyros, erfüll deinen Job und bring mich zum Monster. Du sagst mir, dass echt zu sehr nach Gyros klingt. Ist doch das gleiche, Arne. Ich glaube, ein Gyros und ein Gyros. Ja. Ich glaube, hier die Leute in Monster Hunter, die essen auch Gyros aus Gyros. Oder denkst du nicht? Das ist natürlich das gleiche Wort. Das war beides Gyros. So, da ist er. Und Mount. Nein. Und Mount. Nein. Vielleicht ein Wallbang. Oh ja, ich habe ja Ausweichreichweite 30 Millionen Kilometer. Das finde ich sehr schön. Rennen gegen die Wand. Oh ja. Und jetzt hacke ich auf dich ein. So wie es sein muss. Mein geilen Feuerschaden. Rein da! Schon aufgeladen und ran an den Schwengel. Ich entziehe dir deiner Schwengelbesitz Lizenz. Nein. Nicht umdrehen. Sowas von verrecken gegen den. Jo, nein. Ey. Ich werde sowas von verrecken gegen den. Ich versuche ihm eigentlich seinen Schwengel abzuhacken, aber. Nein. Der wirft mich nur runter. Egal, dann benutze ich jetzt noch meine Ladung. Och, der wirft mich schon wieder ab, Alter. Was habe ich denn sonst dabei? Den Ausweichmantel, der muss aufladen. Das hier war das. So, komm, lass mich wenigstens noch eine Entladung machen. Danke. Wir müssen ihn auf jeden Fall schlafen lassen für den Wake-Up-Hit machen, nicht auf Langschwert. Okay. Nein! Muss der das immer machen, kurz bevor ich fertig bin mit der Entladung? Bleib stehen.
Och, jetzt hab... Tigrex. Danke. Bitte keinen Tail-Scheiß. Tail-Scheiß. Oh, du hast ihn unterbrochen. Ich war das definitiv nicht. Okay, dann habe ich ihn selbst unterbrochen. Danke, Tim. Danke, Fett. Aber was ziehe ich mir jetzt eigentlich den Mantel an? Meine Ladung ist gerade weggegangen. Die kriege ich ja schnell wieder. So, komm, gib mir Ladung. Oh. Ja, wir müssen ihm eigentlich noch ein bisschen Damage machen. Ich will ihn ja umbringen damit. Zu spät, glaube ich. Wir holen ihn nicht mehr ein. Egal, ob wir Gyros Express nehmen oder nicht. Habe ich auch. Egal, dafür lohnt sich auch ein bisschen was reinzuziehen. Hast du schon Pulver? Ah. Okay, Leute. Das letzte Monster in Set Roulette. Wird es episch fallen? Oder werden wir bitter enttäuscht werden? Oder werden wir es mit der Klammerklaue zu Tode stechen? Das kann auch sein. Okay, Arne, wenn du den nicht schaffst mit dem Wake-Up-Hit, dann stechen wir ihn zu Tode, okay? Dafür, okay, dass die letzte Folge Set Roulette ist. Fuck. Na, dann wird wohl zu Tode ja, ich wollte absteigen, okay? Wie wollen wir ihn denn mit der Klammerklaue... Wir klammern uns ja dann an ihn dran. Ja, das stimmt. Hat nicht so ganz geklappt. Das ist eine gute Idee. Oh, das ist eine gute Idee. Du hast ihm seinen Schwengel Besitzrecht entzogen. Okay, dann mache ich auch nochmal eine Idee. Okay, die hat nicht geklappt. Warte, ich versuche sie nochmal. Ich werde aufladen, dann habe ich eine... Oh, fuck. Och, jetzt hat meine Idee nicht mehr funktioniert. Ja, meine auch nicht. Ich wollte mein Schwert aufladen und dann... So ein Scheiß. Und dann die Scheiße hier machen. Okay, war vielleicht nicht der epischste Tod, Leute, aber wir haben wenigstens noch seinen Schwengel abgehackt. Und ja, sonst war eigentlich nichts gut daran. Oh, ich habe eine Tigrex-Hülle bekommen. So, dann würde ich sagen, wir setzen uns an unseren guten alten Balkon ins Wasser. Wir ertränken uns hier drin. Wir ertränken uns, wie immer. Alter, ich kann mir nur vorstellen, wie ätzend es sein muss, mit deiner Rüstung ins Wasser zu gehen. Die ist doch so lang nass. Die ist doch voll gesogen, Alter. Da ist man dann so schwer. Egal. Das sei dein Problem. Das war's mit der letzten Folge Set Roulette, Leute. Wenn euch diese epische Folge gefallen hat, wie wir jetzt noch die letzten paar Monster auf der letzten Map geschlachtet haben. Jetzt haben wir uns durch alle Maps durchgekämpft. Was haben wir denn jetzt alles gemacht? Wir haben einen Wald abgefackelt. Wir haben eine Wüste noch toter gemacht. Wir haben... die Ältesten in ihrer Heimat gestört. Wir haben geschlachtet. Nein, ich meine, wir haben die Ältesten in ihrer Heimat geschlachtet. Ach so, okay, das trifft vielleicht eher, ja. Wir haben tote Leichen im Tal der Verwesung getötet. Wir waren zu cool für die Raureifweite. Aha, ich bin einfach Comedy King. Wie hätte ich das vergessen können, Alter? Wir haben Korallenstückchen im Korallenhochland gesammelt. Und das alles war Set Roulette. Wenn euch dieses kurze, kleine Monster Hunter Projekt gefallen hat, dann geht doch gerne mal einen Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren. Und falls wir Rise Let's Playen sollten, können wir das Ganze ja auch dann nochmal im Endgame von Rise machen. Und ja, ist jetzt wie gesagt nicht die letzte Folge Monster Hunter, für die kommt nochmal irgendwas anderes. Aber die letzte Folge Set Roulette, wahrscheinlich auch die vorletzte Folge Monster Hunter. Aber wie gesagt, wenn euch es gefallen hat, like, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss. Arne, letzte Wörtchen.